Da kommt die Lava, Leute, da kommt sie. Ihr seht's, die Lava steigt unaufhörlich. Krass. Heutiges Stream-Event. Erstmal epische Musik. Okay, meine Freunde. Ich brauche Nebel. Ich brauche Nebel, Alter. Sympathisch. Heute habe ich was extrem Krasses für euch vorbereitet, Leute. So krass, dass nur 50 Spieler mitmachen können. Und nicht 100, weil sonst der Server abstürzt. Leute, das heutige Community-Event gab es so in dieser Form noch nicht. Wir connecten jetzt auf dem Server, streamevent.revenza.tv. Das heutige Event wird so dermaßen insane, haltet euch fest, denn es wird extrem heiß. Es wird einen Kampf um Rohstoffe geben, es wird ein Kampf um Landmassen passieren. Es wird ein Kampf um das Leben, wie ihr noch nie geführt habt, passieren. Leute, das heutige Stream-Event ist unerreichbar. Wir betreten jetzt den Server und wir sind da. Das sieht jetzt erstmal aus wie ein ganz, ganz normaler Server, meine Freunde. Aber der erste Blick täuscht. Wir haben hier natürlich erstmal wieder unsere Spawnbox. Na, ihr seht das hier. Hier kann keiner raus. Alles schön hier eingebaut, damit die ganzen Spieler hier diese Spawnbox nicht verlassen können. Aber außerhalb dieser Spawnbox, meine Freunde, beginnt das echte Leben. Und das echte Leben, Leute, spielt heute heimtückisch mit euch. Denn alle 30 Sekunden wird tatsächlich etwas geschehen. Tobi, möchtest du wissen, was alle 30 Sekunden passiert? Ja. Was passiert alle 30 Sekunden? Sag's den Leuten. Du hast mir nicht gesagt. Alle 30 Sekunden, meine Freunde, wird die Lava steigen. Alle 30 Sekunden steigt die Lava an. Unaufhörlich, meine Freunde. Die Lava wird steigen. Und ihr müsst überleben. Überleben können nur die, die sich möglichst schnell eine ganz, ganz hohe Fläche suchen und da oben versuchen zu überleben, meine Freunde. 50 Spieler müssen hier gegen die Lava wettkämpfen. 50 Spieler haben eventuell die Möglichkeit, hier zu überleben, meine Freunde. Wir befinden uns hier in einem der neuen, in der 1.14 gerenderten Villages, die ich persönlich für sehr schön halte. Ja, ich glaube sogar, mein Bauteam hat hier noch ein bisschen was dran gemacht, Leute. Ich weiß es allerdings nicht. Im Großen und Ganzen, meine Freunde, kann ich euch nur eins sagen. Sucht euch schnellstmöglich eine hohe Position, denn die Lava steigt unaufhörlich. Es sei denn, ich als Game Master steige ein und sage, die Lava soll nicht steigen. Oder ich sage, die Lava soll schneller steigen. Unglaublich viele Tiere hier. Innerhalb dieser kleinen Box hier, innerhalb dieser kleinen Welt, innerhalb dieser World Border könnt ihr euch nur bewegen. Und genau in dieser World Border steigt die Lava, meine Freunde. Und ich kann nur 50 von euch whitelisten. Und es werden nicht nur 50 Subs sein. Trotzdem an der Stelle ein Ausrufe in Prime Chat wäre super, dann kann ich euch einfach whitelisten. Also, das machen wir halb. Ja, Leute, insgesamt 70 Spieler werde ich whitelisten. 50 können hier mitspielen. Und dann beginnt es mit der Lava. Die Lava wird steigen. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz eine Sache machen. Ich werde mal ganz kurz hier einen kleinen Test, ein kleines Testloch machen, damit ihr sehen könnt, wie schnell die Lava steigt, damit wir ungefähr den Pegelstand der Lava sehen können. So. Leute, wir gucken mal hier. In diesem Loch können wir ganz gut verfolgen, wie hoch die Lava steigt. Alle 30 Sekunden steigt die Lava hier auf der ganzen Map um einen Block. In dieses Loch würde ich, by the way, nicht reinspringen, weil da ist man tot, also. Genau. Just saying. Okay, Leute. Ich sagte nicht reinspringen, sonst man... Das ist natürlich jetzt ungünstig. Gut, Leute. Ich fange jetzt erstmal an, ganz meine Subs zu whitelisten, ja? Also an der Stelle, meine Freunde. Submod rein und ich werde wirklich nicht viele whitelisten. 70 Spieler werden hier insgesamt durch die Whitelist gepackt. Das war's an der Stelle. Und das nächste Mal machen wir das mit Wasser. Da könnt ihr schon mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das wollt, Leute. PvP ist by the way an und ich würde euch bitten, dass ihr aufhört, euch zu schlagen. Die Jungs, hört auf, euch zu boxen, Mann. Was ist euer Problem? Jetzt ist aber soweit alles durch, meine Freunde. Und wir sind 50 Spieler. Und ich würde sagen, wir fangen an. Das Stream-Event startet jetzt jeden Moment. Ich kann sagen, ob die Lava schneller oder langsamer steigen soll. Ich würde sagen, meine Freunde, die Lava steigt in 3, 2, 1, jetzt. The floor is lava, let's go. Okay, ich lasse euch jetzt hier raus. Okay, Leute, 3, 2, 1 und verteilt euch, auf geht's. Okay, Leute, alle laufen erstmal in verschiedene Richtungen. Hier sehen wir jetzt gleich, Leute, wie die Lava, Achtung, die Lava steigt. Und hier werden wir gleich die Lava steigen sehen, Leute. In diesem Block hier können wir... Alles klar. Da kommt die Lava, Leute, da kommt sie. Ihr seht's, die Lava steigt unaufhörlich. Die Lava steigt hier unaufhörlich. Hörlich, Leute.
Und sie ist wieder gestiegen, Leute. Sie ist gleich schon an der Oberfläche. Ach, nee, das dauert mir alles zu langsam. Wisst ihr was? Slash Delay. 10. Komm, Leute, 5. So, die Lava steigt jetzt alle 5 Sekunden. Ich möchte, dass die Lava alle 5 Sekunden steigt. Achtung. Oh, Leute, schaut's euch an. Schaut euch an, wie die Lava jetzt steigt, Alter. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Und nochmal. Oh, und sie steigt. Und wie sie steigt, Leute. Ihr habt noch ein bisschen Ruhe, Leute. Beeilt euch aber, beeilt euch aber. Alter. Ja. Und später werde ich einstellen, dass die Lava dann nur noch einen Block pro halbe Stunde oder sowas steigt. Ja. Wisst ihr? Oh mein Gott, Leute. Guckt mal, das dauert nicht mehr lange. Leute, ich möchte das Delay auf 1 setzen. Jetzt sieht man das von Rissen. Guck mal hier, wie die Lava steigt, Leute. Schaut's euch an. Schaut's euch an. Oh oh. Und die Lava kommt, Leute. Okay, machen wir sie mal auf 60. Oh, knapper Hase hier. Ganz knapper Hase, Alter. Oh, nicht dumm. Das ist actually nicht dumm. Aber wir warten jetzt erstmal, Leute. Wir lassen jetzt erstmal im Minutentakt ansteigen, lasst euch ein bisschen Zeit. Nur, dass ihr schon mal keine Möglichkeit habt, Dias zu farmen. Weil, also, ich meine, ne, alles, jeder Block, der jetzt gerade Luft ist und jeder Block, der mit Luft bedeckt ist tatsächlich, also für die Leute, die gerade am Farmen sind, der wird mit Lava replaced. Nur, dass ihr das wisst, also falls ihr gerade irgendjemand, ich meine, ihr seht selber, ne, ihr seht selber, Leute, die Lava ist, also wirklich überall da, wo Luft war. Unter anderem hier auch in diesem schönen Minenschacht. Bruder, farmen gehen. Schwieriger Hase, bin ich ehrlich mit dir, ne? Aber okay. Wasser würde euch auch nur bedingt helfen. Klar, ein Wassereimer ist nicht schlecht. Aber ich würde sagen, Leute, wir warten einfach mal ab. Passt mal auf, ihr habt jetzt noch ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eine Viertelstunde habt ihr Zeit, bis die Lava die Oberfläche erreicht. Aber Leute, ich bin ja nicht so, ja? Deshalb, meine Freunde, machen wir einfach 4 Plätze mehr. Und ich glaube, die ersten Leute verbrennen gerade schon. Belastend, Leute. Belastend, belastend. Belastend, Alter. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ganz kurz den Countdown, ganz kurz das Delay auf 120 Sekunden ist zu wenig. Leute, ich mache das Delay mal auf 300. Die Lava steigt erst alle 5 Minuten um einen Block an. Das heißt, ihr habt das noch 1, 2, 3, 4, 20 Minuten. Das ist ein bisschen wenig, oder? Komm, geben wir euch 600. Dann habt ihr 40 Minuten Zeit, Leute, bis die Lava die Oberfläche erreicht hat, okay? Ich würde sagen, ich gehe mal ganz entspannt eine Runde Skyblock spielen. Und komm dann gleich mal wieder, meine Freunde, und schau mir gleich einfach mal an, wie das hier aussieht, wenn die Lava dann tatsächlich in circa 40 Minuten das Level der Oberfläche erreicht hat, beziehungsweise 30 Minuten Zeit, bis das Wasser hier vorne zur Lava wird und hier auch schon die ersten Lavaflüsse sich bilden. Macht euch auf, hier bauen sich gerade schon die ersten Leute nach oben. Holt euch nach oben, was ihr... Holt euch nach oben, was ihr braucht, Leute. Und ich würde sagen, ich spiele erstmal noch eine Skyblock und wir sehen uns dann gleich wieder. Romeox auf jeden Fall hier oben wieder. Sehr stabil. Die haben schon wieder geschafft. Wir sind trotzdem so viele einfach in diesem Team. Lol. Was? Was habt ihr dabei? Ich bin gespannt. Die machen es auf jeden Fall nicht dumm. Knapper Hase. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gehe ganz kurz eine Runde Skyblock spielen. Und in 30 Minuten, genau von jetzt an, komme ich wieder und schaue mir an, wie das hier aussieht. Bis gleich. So. So, Leute. Schauen wir drauf. Oh mein Gott, was? Alles klar. Hier ist definitiv der Krieg am Bienen, Alter. What the fuck? Okay, ihr seht schon hier. Die Lava ist schon so hoch gestiegen, meine Freunde, dass hier auf jeden Fall schon Leute angefangen haben, sich hier Inseln zu bauen. Und die farmen hier vorne ganz gut, zusammen in einer Gruppe schon mal. PvP ist an und es haben sich hier schon Parteien gegründet, Leute. Oha, Digga. Ho, ho, ho. Okay, insane. Leute, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz noch ein paar Layers dazu und hoffen mal, meine Freunde, dass die Lava weiter ansteigt. 1, 2, 3, boom. Aber jetzt ganz schnell hoch, Leute. Die Lava steigt immer weiter an, Alter. Es sind, glaube ich, gerade eine Menge Leute verbrannt. Ihr müsst damit rechnen, Leute, dass wenn ich den Server betrete, dass genauso was passiert, Alter. Hier jetzt auch nochmal eine kleine Base von 2 Leuten. Die haben hier einen Cobblestone-Generator. Extrem intelligent von denen. Okay, ein paar Leute sind sogar schon an der Bauhöhe. Wir haben hier sogar schon Menschen, die haben sich hier... Lull. Na, Bruder, da muss ich aber mal ganz kurz eingreifen, Alter. Du hast ein Haus gebaut. Ihr wisst, Leute, Häuser werden von mir belohnt. Auf Ehre, Digga. Ich lasse dir deinen Baum wachsen. Komm, komm. Komm hier, Bruder, komm. Only cause I'm nice, bro. Du hast, das ist das Ding, Leute. Wisst ihr, wenn ihr Häuser baut, dann bekommt ihr auch was von mir. Zeig mal, hast du ein Haus gebaut hier? Alter, bist du raus, Junge. Hier ist so eine Kuh. Lass mich in Ruhe, Junge. Ich will dich nie wiedersehen. Ich habe eben gesagt, dass nur die Lava tatsächlich dann freie Blöcke replaced. Ja, also Luft. Mehr sage ich an der Stelle mal nicht. Es gibt eine Möglichkeit, auch unter der Erde zu überleben. Das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Aber das müsst ihr selber für euch herausfinden, Leute. Das müsst ihr selber für euch herausfinden. So, ich glaube... Hier ist keiner. Dann würde ich sagen, Leute, lassen wir Lava nochmal um 5 Blöcke steigen. 3, 2, 1, boom. Oh mein Gott, Leute. Krass.
Alle 5 Minuten steigt die Lava jetzt noch in einem Block an, meine Freunde. Das heißt, ihr habt noch... Ja, Digga, ihr habt noch gut Zeit. Ihr habt noch gut Zeit, Leute. Also noch 35 Minuten, bis hier wirklich hier alles verschlungen ist in Lava. Okay, Leute. Ihr wisst Bescheid. Lava wird weiterlaufen. 30 Minuten circa. Schaue ich nochmal rein und dann gucken wir nochmal. Bis gleich. Schauen wir mal ganz aufs Stream-Event, meine Freunde. Nur noch 25 Leute sind da. Und ich gehe direkt in den Game-Mode, meine Freunde. Und wir schauen nochmal ganz kurz rein. Okay, die Lava ist gewaltigst angestiegen, Leute. Aber richtig krank, ihr. Also richtig crazy. Es gibt eine Menge Leute, leider, die jetzt schon respawnen und die ganze Zeit sterben. Einfach, weil sie zwischendurch gestorben sind und keine Möglichkeit haben, woanders tatsächlich neu zu respawnen. Auch interessant hier, der Spawn. Wo spawnen die jetzt eigentlich? Ja, okay. No way, dass ich die da rausbekomme, Leute. Selbst wenn man sie... Oh doch, sie würden hier drüber spawnen. Sie spawnen hier drüber, Leute. Gut, Leute. Ich gebe euch jetzt hier Folgendes. Ich gebe euch jetzt hier eine Menge Erde. Hier ist Erde. Teilt die Erde miteinander. Ich gebe euch Betten, damit ihr respawnen könnt für den Fall der Fälle. Ich gebe euch ein paar Saplings. Und dann müsst ihr jetzt gucken, wie ihr hochkommt. So, Wassereimer sind extrem OP, Leute. Hier. Okay, Leute, also ich würd einfach hochgehen. Ich weiß ja nicht, was mit euch ist. Also, so, eine Sache mache ich jetzt noch. Ich baue in die Mitte, meine Freunde, eine kleine Nahrungsinsel, an die jeder eigentlich ganz gut rankommen sollte. Ich mache die einfach mal auf diese Höhe hier. Und ihr nehmt nicht alles, Digga. Du nimmst nicht alles. Wenn du dir alles an Melonen greasst, Kollege Romeox, dann kicke ich dich raus. Also, Leute, ich würde sagen, wir lassen die Lava nochmal weiter steigen im gleichen Zyklus. Wer jetzt stirbt, meine Freunde, der ist raus. Der ist raus. Also ich kann dann auch nicht mehr retten. Macht's Beste draus, Leute. Ich kann nur hoffen, Leute, dass ihr es irgendwie schafft. Warten wir einfach mal ab. Und man kann ja wirklich sagen, was man will, Leute. Man kann ja sagen, was man will. Aber das ist doch wieder hier ein Stream-Event. Das sucht seine Gleichen. Das sucht seinesgleichen, Leute. Schaut euch das mal bitte an. Es sieht wieder insanely gut aus. Also, ich werde jetzt auch keinen mehr retten. Ich werde jetzt keinen mehr erretten, Leute. Der jetzt hier noch alive ist, ja. Crazy. Okay, Leute, passt mal auf. Ich tippe jetzt einfach alle mal, Leute. Ich tippe jetzt einfach mal alle. Passt mal auf. Ganz dreist einfach woanders hin. Das mache ich jetzt noch, Leute. Ich möchte einfach mal alle hier irgendwo hin teleportieren, damit sie auch alle leben dürfen. So. Leute, versucht jetzt von hier an weiter zu leben. Ich adde jetzt nochmal ein paar Layer, tatsächlich. Und ich würde sagen, next. Machen wir einfach mal ganz gestört, Leute. 20 Layer hinzu. Auweia. Okay, hat er geschafft. Hat ein bisschen gedauert. Hat er aber hinbekommen, Leute. Leute, ich glaube, 20 haben nicht gereicht. Sollen wir nochmal 20 hinzufügen? Chat, was sagt ihr? Nochmal 20 Layer? Nochmal 20 Layer. Auf Ehre, Leute. Kurzer Leck. Achtung. Oh mein Gott, okay. Krass, Alter. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir... Alter, wie das aussieht, wa? Wir machen nochmal... Wenn das Wasser hier weg... Wir machen nochmal 25 Blöcke hinzu. Auf geht's. 25 Blöcke, Leute. 25 Blöcke. Auf geht's. Oh mein Gott, der Lag. Okay, Leute, der Lag ist real. 25 Blöcke, das war das letzte Mal. Und jetzt mache ich gleich Pause, Leute. Und ihr seid zuerst sicher. Die Lava wird jetzt erstmal nicht ansteigen, Leute. Und ihr könnt jetzt versuchen, hier noch was draus zu machen. Die Lava steigt jetzt erstmal nicht an, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir warten einfach mal ab, wie es in 24 Stunden hier aussieht, okay? Leute, schaut es euch bitte an. Schaut es euch bitte von außen einmal an, Leute. Guckt mal hier. Krass. Einfach nur krass, Leute. Ich würde sagen, ich bin raus. Und wir warten mal ab, wie es in 24 Stunden aussieht hier auf dem Lava-Server, Leute. So, bis zum nächsten Video. Tschüss.